Moin Willi, schön, dass du Zeit für uns hast, schön, dass du da bist hier bei unserem Digitale Stadtwerke Podcast. Guten Morgen. Hi. Willi, du bist aus den Niederlanden. Jetzt muss ich mal ganz kurz proben, ob ich deinen Nachnamen richtig hinkriege hier. Zitterstein? Ist das so? Zitterstein, ja, genau, ja. Wirklich gut. Ah, okay, also. Auf Holländisch sagt man das etwas anders. Zitterstein, aber. Zitterstein. Mein Nachname kommt aus Deutschland. Okay. Ja. Okay, und Willi, du kommst von DTN und ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Wetterprognosen und den Sinn von diesen im Zusammenhang mit elektrischer Energie unterhalten und mit Energieerzeugung und Transport. Ja, vielleicht aber mal zu Beginn erstmal, ja, wer bist du genau, wo kommst du her und was hast du eigentlich so getan bislang, bevor du jetzt da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist bei DTN? Ja, also mein Name ist Willi Zitterstein. Ich sage immer, ich versuche Deutsch zu reden, klappt meistens auch, aber man kann sicherlich hören, dass ich ein Holländer bin. von der Studie her habe ich Marketing gemacht. Nach der Universität angefangen mit Verkauf, unterschiedliche Produkte verkauft. Und dann im Endeffekt bei einem Wetterunternehmen gelandet. Das war vor fast 21 Jahren. Da habe ich erstmal 10 Jahre Produkte verkauft und dann nachher so mit meiner Erfahrung und so weiter auch in Produktentwicklung mich weiterentwickelt. Mhm. Und ja, in den letzten 2 Jahren bin ich Solution Engineer. Das heißt, dass ich unsere Kunden berate über, wie man unsere Produkte verwenden kann oder wie nicht. Mhm. Und wenn es da bestimmte Themen gibt bei unseren Kunden, die noch nicht gelöst werden können, dann versuche ich dazu eine Lösung zu bedecken, zusammen mit unserem Team. Ja, ja, sehr schön, alles klar. Und jetzt haben wir schon gehört, oder ich habe es gerade einmal gesagt, DTN. DTN ist ja vielleicht nicht für jeden so ein Begriff, der jetzt gleich sich erschließt. Was ist DTN? Was macht DTN? Und genau, und wie kommt DTN eigentlich in die Niederlande? Also DTN, wir sind wir nennen uns ein Data Science Unternehmen und Technologieunternehmen. Wir haben unterschiedliche Bereiche, wo wir tätig sind. Wenn es um, also ich komme ursprünglich von Meteo Group. Und das ist ein Teil von DTN geworden vor 2-3 Jahren. Wir sind tätig in unterschiedliche Segmente, das heißt Schifffahrt, Landwirtschaft, Luftfahrt, Offshore zum Beispiel, aber auch Energieversorger, da haben wir Fokus. Und für diese Bereiche machen wir dann unsere Produkte eigentlich, unsere Lösungen. Ja. Das kann sein Beratung, das kann sein Software as a Service, das kann sein Daten, die wir liefern. Also unterschiedliche Lösungen, abhängig davon, was unsere Kunden brauchen in diesen Bereichen. Ja, und alles irgendwie immer rund ums Wetter und die Prognose dieser. Ja, in dem Bereich, wo ich tätig bin, sicher, dass die Wetterinformation ist immer Basis von unseren Produkten. Mhm. Und wir versuchen da so viel wie möglich an diese Entscheidungsebene bei unseren Kunden anzuknüpfen. Ja, das heißt, ja, manchmal sind unsere Kunden gar nicht so interessiert ins Wetter, wirklich. Ja. Die haben zwar Themen, die vom Wetter beeinflusst werden. Hm. Und die müssen da für, also ich nenne mal was, es kommt starkes Wetter, man muss sich vorbereiten. Ja. Aber eigentlich möchte man nicht wissen, ob es starkes Wetter und was es da genau gibt. Man möchte eigentlich nur wissen, ob man sich vorbereiten soll. Ja? Und das sind also die Entscheidungen, die unsere Kunden nehmen. Und da versuchen wir so gut wie möglich diese Themen, die bei unseren Kunden leben, zu verstehen und dafür diese Produkte zu machen. Und das heißt also, dass wir diese Interpretation des Wetters für unsere Kunden machen. Ja, also das heißt, viele Kunden von euch wissen auch noch gar nicht so von sich aus oder wie soll ich sagen, so von Haus aus, was hat das Wetter jetzt für echte Auswirkungen auf mein Business?
und sind an dem Wetter selber nicht so sehr interessiert, wie eher an den Auswirkungen des Businesses. Und eure Leistung ist eben halt auch das Übertragen auf das jeweilige Business des Kunden, egal was es jetzt ist. Ja? Ja, ich sage auch immer, wir können eigentlich nicht diese Beratung oder diese Entscheidungen unterstützen, wenn wir nicht genau wissen, was unsere Kunden da an Ärger haben, was dort lebt. Und wenn wir das wissen, können wir auch dasjenige aus dem Wetter nehmen, was wichtig ist. Und das ist natürlich, dass wir genau, ich kann ein Beispiel nennen. Wir machen für Windstromprognosen eine Windvorhersage. Man muss dort gut sein ab 4 Meter pro Sekunde bis 11. Okay. Da ist es wirklich wichtig, um auf diese Strecke gut zu sein. Oben 11 hat man 100% Produktion bis 25 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Also wenn man das weiß, kann man in seine Lösung dafür sorgen, dass man dort wirklich gut ist. Ne? Und das ist wichtig für unsere Kunden. Es gibt aber andere Kunden, die sind nur an Stürme interessiert über 25 Meter pro Sekunde. Alles, was darunter ist, ist weniger wichtig. Ne? Und dann muss man ein Produkt machen, das genau das gut, das Risiko auf diese Stürme gut vorhersagen kann. Das heißt, ihr seid ja zwangsläufig dann in einem engen Austausch mit euren Kunden darüber, was jetzt wirklich wichtig ist, weil ihr jetzt im Grunde genommen für alle möglichen Branchen Prognosen erstellt und die Energiebranche oder jemand, der einen Windpark hat, hat natürlich vollkommen andere Anforderungen an so eine Prognose als ein Seeschifffahrtsbetrieb, wie auch immer. Ja, genau. Ja. Ich bin sogar innerhalb von Energieunternehmen gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle. Also man hat zum Beispiel, wenn man die Freileitungen ausnutzt, die werden immer so belastet, abhängig vom Wetter. Das heißt, man tut, als ob es 30 Grad ist und kein Wind, also keine Abkühlung vom Wetter, ob es da nicht gibt. Die Tatsache ist aber, dass es immer eigentlich Abkühlung vom Wetter gibt. Und das heißt also, dass man durch diese Freileitung dann mehr Strom transportieren kann. Ah, okay. In diesem Falle möchten die, um Themen zu vermeiden, wissen, ob es wirklich fast keinen Wind gibt. Und das ist nicht so oft der Fall. Im Allgemeinen ist es so, dass die Wettervorhersagen dafür gemacht worden sind, um starke Wind vorherzusagen. Und nicht schwachen Wind, okay. Und nicht dieses schwache Wind. Wenn man also gut sein möchte für so eine Lösung, muss man eigentlich ein Sondermodell bauen, das stark ist in diese niedrige Windgeschwindigkeit. Und das ist genau, wo wir uns bewegen. Du hast gefragt, natürlich tauschen wir uns aus, sonst wüssten wir das nicht. Also wir müssen wirklich wissen, wie unsere Lösungen bei unseren Kunden verwendet werden. Und dazu können wir dann ein Produkt machen, das gut dazu passt eigentlich. Mhm. Nur ist ja die Energiebranche selbst ist ja auch nicht so klein. Ne? Also gibt es da sehr viele unterschiedliche Fachlichkeiten wiederum innerhalb der Energiebranche. Und wenn wir uns jetzt mal darauf werfen, ich mache jetzt diesen Podcast ja überwiegend für Stadtwerke, heißt ja auch digitale Stadtwerke. Stadtwerke wiederum sind manchmal beteiligt an Windparks, haben eigene Windparks, durchaus möglich. Oder Solarfreiflächenanlagen oder solche Dinge. Das, was du jetzt gerade mit den Leitungen, mit den Hochspannungsleitungen zum Beispiel gesagt hast, ist ja eher was für so ein Übertragungsnetzbetreiber, der dann da vielleicht eine andere Anforderung hat. Habt ihr ein Produkt, was ganz speziell auf Stadtwerke gemünzt ist und wo du sagst, so, das ist jetzt etwas, das kann ein Stadtwerk speziell gebrauchen und bringt einen großen Nutzen in der Stadtwerke-typischen Anwendungsszenario? Ja, also viele Stadtwerke sind bereits Kunden und die verwenden unsere Daten, um Lastprognosen zu machen. Für den heutigen Tag, für den nächsten Tag und so weiter. Auf der anderen Seite haben Stadtwerke auch Assets. Ja, das sind die, und die können betroffen werden von starkes Wetter. Ja. Und dazu haben wir ein Tool gebaut und dieses Tool heißt dann Sturmrisk Dashboard. Und das heißt, dass ein Stadtwerk kann all seine Assets in diesen Tool bringen und da
innerhalb von diesem Tool die Wetteranalyse machen lassen eigentlich. Ne? Also wir haben ein Tool gebaut und wir haben dazu ein Discovery gemacht mit unseren Kunden, die gefragt, was braucht ihr jetzt, um vorzubereiten auf starke Wetterereignisse? Mhm. Und die haben dann gesagt, okay, dann möchten wir wissen, welche Assets betroffen sind, damit wir Maßnahmen nehmen können. Und das heißt also, und das können tausende von Assets sein, Transformatoren, Freileitungen, mhm. Das sind unterschiedliche Assets, die kann man alles reinführen und dann kann man pro Asset seine Grenzwerte bestimmen, mhm. wann man eingreifen möchte. Und der Tool macht dann auf dem Hintergrund diese Analyse. Ja. Und da kann man sich vorbereiten mit diesen Warnungen, die aus dem Tool kommen. Also der Tool macht Alerts, die können rausgeschickt werden, die können rausgeschickt werden an Personen vor Ort, mhm. die diese Fehler, sag mal, beheben können, so schnell wie möglich. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel es eine gefährliche Situation gibt für Leute vor Ort. Das ja. heißt also, es können zum Beispiel Blitze kommen. Mhm. Und dann möchte man vermeiden, dass man die Person vor Ort draußen hat. Ne? Und das macht auch, das ist auch also möglich in dem Tool, dass man dann ein Alert macht und dann sein Personal eigentlich in Sicherheit bringt. Wenn man starke Wetterereignisse, und das ist auch ein Beispiel, wenn man ein starkes, man hat, sag mal, einen Sturm, mhm. dann möchte man nicht zu früh sein Personal rausschicken, um diese Fehler zu beheben. Denn dann ist es noch gefährlich. Also man möchte auch dieses Zeitpunkt, wann man anfängt, mhm. mit Lösungen zu bringen, möchte man genau auf diese Wetterereignisse timen. Und da haben wir auch, und das sieht man auch im Sturmriss-Dashboard, wir machen dann einen Anfang, ein Starkwetterereignis und auch, wann es geendet ist. Ja. Mit Blitzen zum Beispiel, wann es keine Blitze mehr gibt. Und dann kann man sicher rausgehen und arbeiten. Ja, jetzt kommen mir gleich so ein paar Fragen hintereinander weg, so halt das so ein Storm Risk Dashboard hat ja einerseits sozusagen die Notwendigkeit, dass überhaupt mal eine Prognose erstellt wird. Also das, da brauche ich sicherlich Satellitendaten dafür, da brauche ich aber unter Umständen auch irgendwelche Gerätschaften, die eher lokal aufgebaut werden. Also ich höre immer mehr von lokalen Starkwetterereignissen, die schwer mhm. zu prognostizieren sind. Verbaut ihr denn speziell für einen Kunden, der jetzt mal wegen irgendwo hier mitten in Deutschland sitzt, weiß ich nicht, Stadtwerke Kassel, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß, dass es die gibt und die sitzen so mittendrin, mhm. würdet ihr da dann auch richtig Hardware verbauen rund um die Assets, damit die lokale Prognose besser wird, also sowas wie Kameras, die den Himmel beobachten oder was auch immer? Na, ich muss sagen, dass wir haben eine große Menge an Wetterinformationen, die wir analysieren. Mhm. Das sind Wetterinformationen, können aber auch Informationen von unseren Kunden sein. Also das sind Vorhersagen, das sind Blitze, das sind Satellitenbilder zum Beispiel. Wir haben auch unser eigenes Netz. In Deutschland haben wir eigene Wetterstationen, die wir vor Ort haben. Die können auch bei unseren Kunden abgestellt werden, damit wir diese Daten einfügen. Aber eigentlich allgemein ist das Dashboard so gebaut, dass das überall funktioniert und im Hintergrund so viele Informationen analysiert. Das können sein dann Messwerte, Vorhersagen, Radarbilder und so weiter, Blitze. Mhm. Und daraus dann diese Schlussfolgerung. Und das ist auch eigentlich das Ding, das dort gelöst wird im Sturmriss-Dashboard, ist, dass man, wenn man das selber machen muss als Kunde, muss man sich all diese unterschiedlichen Wetterinformationen, die es gibt, angucken. Mhm. Das können auch Alerts sein von Deutscher Wetterdienst, die wir auch in dem Tool mit einnehmen. Also diese Analyse von dieser großen Menge an Wetterinformationen auf einem Punkt machen und dann auf seine Assets übersetzen, was die Folge sind, das ist mhm. ein Teil der Lösung. Okay. Und ja, das wäre ja sozusagen dann der Teil der Lösung, der praktisch wie eine Art Hub viele unterschiedliche Informationen zusammenbringt, an einen Punkt, auf ein Asset bezieht und dann auswertbar macht. Dann gibt es die andere Seite, mhm. die ja dann praktisch eher so dieses Prozessuale angeht, die Regeln,
die eingehalten werden sollen oder die überhaupt erstmal erzeugt werden müssen. Was passiert eigentlich, wenn ein bestimmtes Ereignis, eine bestimmte Windgeschwindigkeit, eine bestimmte Windrichtung oder eine bestimmte Temperatur erreicht ist? Erarbeitet ihr das dann auch mit euren Kunden gemeinsam in so einem? Naja, eigentlich in dem Tool kann unser Kunde seine Assets reinbringen und pro Asset genau bestimmen, was die Grenzwerte sind, die wichtig sind, wofür man einen Alert haben kann. Wenn das Alert dann erzeugt wird, kann man auch noch ein Message dazu bringen. Also ich sag mal, ich möchte Starkwind, ich möchte das und das, ich möchte diesen Tool abschalten mal vor Ort. Ich kann dann einen Bericht an derjenige schicken aus dem Tool, der das machen soll, zusammen mit diesem Bericht, was genau gemacht werden soll. Also eigentlich im Stormrisk-Dashboard ermöglichen wir dann unsere Kunden, sofort einen Alert rauszuschicken, insgesamt mit dem Bericht, was gemacht werden soll. Das ist alles in dem Tool reingemacht. Und das ist auch in der Discovery von unseren Kunden gesagt worden. Mhm. Also, wenn wir, ich sag mal, normalerweise muss man das alles analysieren, dann trifft man eine Entscheidung. Ich möchte gerne auf diese Grenzwert für diese Asset das und das machen. Das wird dann, eigentlich kann man das dann vollautomatisch rausschicken lassen. Und das, wenn das so ist, wird das in dem Tool gemacht. Und das gilt für viele Alerts. Ne? Das sind sichere Grenzwerte und eigentlich ist es so, dass unsere Kunden wissen genau, was da gemacht werden soll. Ja. Wir wissen nicht, wo die Assets sind. Wir wissen nicht genau, was da gemacht werden soll, wer das machen soll und so weiter. Also wir haben ein Tool gebaut, das unsere Kunden dann ermöglicht, diese Sachen mit dem Tool zu organisieren. Ah, okay. Ja, ich, dadurch, dass ich natürlich jetzt mit dieser Vielzahl von Assets gar nichts zu tun habe, war mir jetzt nicht so hundertprozentig klar, habe ich da eher auf Kundenseite mit dem Know-how zu tun? Also wissen die Kunden ganz genau, was sie im Betrieb ihres Assets sozusagen beachten müssen und können dann auch die Grenzwerte alle kennen? Ja, natürlich, die wissen das. Ja, die leben, die leben in ihr Netz, was die betreuen. Ne? Die wissen genau diese Assets, die wissen, wie alt sie sind, die wissen, wo Schwächen sind, die wissen, wo schwer ausgenutzt wird oder nicht. Und deswegen können die sehr gut, die können vielleicht eine Vorstufe reingehen, dass sie sagen, okay, wir möchten gerne mal eine rausschicken, um zu checken, ob das noch gut geht dort. Ne? Anstatt von, dass man etwas automatisch macht. Ich kann sagen, mit Blitze zum Beispiel, wenn eine Freileitung getroffen wird von einem Blitz, wird es abgeschaltet. Wenn man aber weiß, dass es ein Blitz war, kann man sofort wieder das freigeben. Ah, okay. Muss man aber wissen, dass es ein Blitz war. Okay. Ja, und deswegen möchte man auch genau so schnell wie möglich wissen, wo es Blitze gibt. Denn wenn dann so eine Freileitung getroffen ist, abschaltet, kann man sofort automatisch, remote, sag mal, wieder das freigeben. Okay. Und da sieht man, dass man schneller wird. In der Vergangenheit war es so, abgeschaltet, und dann vor Jahren war das, dann musste eine rausgeschickt werden, um zu checken, ob das wirklich von Blitz getroffen war, und dann wieder freischalten. Okay. Und da sieht man, dass man mit immer mehr Dateien, die verfügbar kommen, immer mehr automatische, schnelle Lösungen bringen kann. Ja, also verstehe ich jetzt richtig, dass mit dem Blitz wäre jetzt so, dass man ansonsten vermutet hätte, dass da eine Überspannung aus anderen Gründen passiert und dann könnte. Eigentlich weiß man es nicht. Wenn man nicht, es ist andersrum vielleicht, wenn man nicht weiß, dass es von Blitz war, weiß man nicht, was los war. Also muss man eine rausschicken, um zu checken, was passierte. Ja, und das kostet Zeit und dann habe ich in der Zeit gegebenenfalls eine Unterversorgung irgendwo, muss vielleicht Netzteile abstellen und erzeuge Schäden dann. Ne? Hast du noch so ein paar Beispiele, also für Assets? Jetzt hatten wir irgendwie die Hochspannungsleitung. Du hattest mir auch schon mal so diese Winterereignisse geschildert. Das fand ich auch eine sehr spannende Geschichte und einen sehr interessanten Case, ehrlich gesagt. Ja, da sieht man eigentlich, dass die Netze in Europa werden aneinander geknüpft bei den unterschiedlichen Ländern. Und das heißt also, dass es Teile der Netze, die können dann auch Folgen haben für, wenn die ausfallen, können die Folgen haben für Ausland, umringende Länder.
Und da möchte man wirklich vermeiden, dass solche Sachen passieren. Und einer der Phänomene, der wirklich ein starkes Ding ist, das passieren kann, das ist, dass mit Weichschnee, so diese Weichschnee sich aufbaut um eine Leitung herum. Und da muss man sich so eine Strecke von 300 Meter vorstellen. Ja. Dann kommt, also die Weichschnee baut sich auf, bildet eine Fahne, senkt und dann wird das wirklich groß. Also das heißt, auch schwer, auf 300 Meter. Wie beim Kerzenziehen sozusagen, ne? Wird also immer dicker die Schicht Schnee um die Leitung rum. Ja, wenn das kombiniert wird mit Wind und diese zwei Phänomene kombiniert, kommen nicht so oft vor. Das ist vielleicht 1, 2 bis 5 Mal im Jahr. Mhm. Und wie stark die dann noch auswirken auf so eine Freileitung, das ist auch die Frage natürlich. Aber wenn solche Phänomene möglicherweise auftreten, dann möchte man eigentlich vermeiden, dass man diese Leitungen, die so ganz kritisch sind, im Fahrplan, könnte man sagen, dass man die völlig ausnutzt. Ja. Denn wenn es passiert, sinken die, dann kommt Wind und dann platzen die einfach. Wenn man so etwas hat und man hat diese Linie völlig ausgenutzt im Fahrplan, dann hat man ein Riesenthema zu beheben an dem Moment. Wenn man aber dann die Ausnutzung, sag mal, senkt im Voraus, damit es möglicherweise einen Fehler gibt, hat man ein geringeres Thema zu lösen. Dann hat man vorher schon die Chance, logistisch andere Wege zu verwenden, um die Energie von A nach B zu bringen und hat dann im Falle eines Ausfalls nicht ad hoc so große Probleme zu bewältigen. So, jetzt haben wir eine kleine Pause gehabt hier drin. Ja, ich sage das. Ja. Genau, alles klar. Kleiner Hänger an der Leitung. Alles gut. Ist auch bequem, ist auch bequem. Ja. Ja, also man kann sich vorbereiten auf diese starke Wetter, Wetterphänomen. Und da sieht man auch zum Beispiel mit diesem Phänomen, was schwierig ist, ist diese Kombination von Faktoren. Das heißt also Weichschnee kombiniert mit Wind. Ja. Wenn man das so, also was wir eigentlich machen in dem Sturmriss, der Sport ist nicht diese beiden Phänomene zeigen und dann es an unsere Kunden überlassen, das zu interpretieren. Nein, wir sagen, wir liefern sofort das Risiko auf dieses Phänomen. Das heißt also das Risiko, dass diese Linie so aufgebaut wird und möglicherweise platzt. Das heißt also, ihr nehmt dann schon die einzelnen Anwendungsfälle, die Cases eurer Kunden und da habt ihr auch Know-how drauf und könnt also bestimmte Standardalarme und Warnungen schon von vornherein ausgeben, wenn ihr wisst, um was für ein Asset es sich handelt und was für Phänomene unter Umständen dort möglich sind, ja, die dann auch Kunden vielleicht auch schon kennen, aber für den Fall, dass sie nicht kennen, kennen sie dann. Ja, andere Beispiele sind zum Beispiel Überschwemmung oder Waldbrände. Man kann sich vorstellen, dass es unter Wetterumständen ein höheres Risiko gibt. Wie das genau aneinander geknüpft ist, ist natürlich ein anderes Thema. Ne? Ja. Also wir machen ein Risiko auf Waldbrände. Und da sieht man auch, dass wir anderen Daten mit einnehmen als nur Wetterdaten. Wetterdaten als Grundlage, aber auch andere Daten, damit man das Risiko gut abschätzen kann. Mhm. Und wir gehen darin so weit, dass wir auch von unseren Kunden zum Beispiel die Anzahl von Fehlern, die man im Netz hat, aus der Vergangenheit nimmt, ich sag mal der letzten 10 Jahre, und dann die Anzahl von Fehlern vorhersagt. Also nicht mehr das Wetter, wir analysieren die Wettervorhersagen, und daraus machen wir die Anzahl von erwarteten Fehlern innerhalb von einem Gebiet. Okay, also habt ihr sozusagen so eine Art Fehler Benchmark, den ihr schon mal vorweg prognostiziert, was passieren kann. Ja? Wir trainieren unsere Modelle dann mit dieser extra Datei, die wir von unseren Kunden zum Beispiel bekommen. Und daraus machen wir dann eine Fehlerprognose. Okay. Und dann kann man sich vorbereiten. Und das ist also, und dann sieht man eigentlich auch genau wieder, dass an dem Moment machen wir keine Wettervorhersage mehr, aber wir machen eine Grundlage für eine Entscheidung bei unseren Kunden. Und dann wird es stark. Ich meine, wir haben diese Kenntnisse, Rechner können all diese Informationen aneinander knüpfen und daraus machen wir dann diese Vorhersagen. Okay, hört sich auch stark nach KI an, was da passiert bei euch.
Ja, sicher. Und da nehmen wir auch, und da sieht man auch, dass wir auch Daten von Kunden mit einnehmen. Es kann so sein, dass Kunden mit leider Messungen gemacht haben, von wo Bäume stehen, neben ihre Assets. Ja. Wenn wir diese Information dann in unsere Modelle mit einnehmen, wird unser Modell besser. Also das heißt, Ihr könnt also auch solche Informationen, LiDAR-Daten, also lasergemessene Informationen über Topografie und so mit einbeziehen in euer System. Macht daraus auch so eine Art, ich will nicht schon wieder sagen, digitaler Zwilling. Es ist halt auch so ein Ding, aber ihr habt eben Inventare drin. Die ergänzt ihr durch Wetterinformationen, um eine gute Prognose machen zu können und dann die Entscheidungen bzw. die Prozesse, die danach ablaufen, erarbeitet dann der Kunde teilweise selbst, teilweise mit eurer Hilfe, um eben am Ende einen Und ein besseren anderes Investor zu Beispiel kriegen. ist zum Beispiel, wenn es ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, Blätter an den Bäumen gibt. Ja, Blätter? Ja. Also, die gehen mal ra, die kommen mal, im Frühling kommen die. Und es ist ganz wichtig zu wissen, ob die da sind oder nicht. Denn ob die Bäume, sag mal, auf eine Freileitung fallen, möglicherweise, ist stark davon abhängig, ob die Bäume Blätter haben, ja oder nein. Also wenn wir extra Informationen haben, neben Wettervorhersagen, Ja. ob es Blätter auf Bäumen gibt, können wir unser Modell ganz viel stärker machen. Wie geht ihr denn vor, wenn so ein Kunde kommt? Ich sage es mal jetzt, nehmen wir mal einfach an, das ist ein Stadtwerk, hat verschieden viele Assets unterschiedlicher Natur. Wie machen die das herkömmlich? Und was passiert, wenn ihr kommt? Also was habe ich am Ende einmal jetzt für einen Prozess, wenn ihr onboardet? Und dann können wir vielleicht danach auch nochmal auf das Ergebnis kommen, weil viele haben ja dann wieder so klassische Kennzahlen wie Euro und Cent im Hinterkopf. Aber fangen wir erstmal damit an, was machen die jetzt herkömmlicherweise in ihren Prognose-Situationen und wie löst ihr diese bisherigen Wege ab? Ja, also meistens ist das so eine manuelle Arbeit bei unseren Kunden, diese Vorbereitung. Ne? Die interpretieren das Wetter. Die machen dann selber die Berichte, die rausgeschickt werden und so weiter und so weiter. Die wissen, wo die Assets sind Ja. und machen selbst diese Anknüpfung von starkes Wetter und was da passiert möglicherweise. Die sammeln sich die Also, Informationen echt selbst zusammen dann, teilweise aus unterschiedlichen Systemen, um per Hand sozusagen das alles zusammenzustellen. so sieht es aus. Die interpretieren die Wettervorhersagen, die sehen das im Fernsehen, die kaufen das bei uns, Wettervorhersagen rein, nicht? Und die interpretieren, was die Folgen sind für ihre Assets und machen dann diese Vorbereitung. Was wir also beim Onboarding vom Tool, kann der Kunde selber seine Assets über einen Bulk-Upload in dem Tool bringen. Und dann pro Assets diese Thresholds bestimmen und dann folgt eigentlich die Analyse des Wetters durch den Tool. Sag mir noch mal, was bestimmt da? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Thresholds oder was hast du gesagt? Ja, die Grenzwerte, sag mal. Ob ein Asset betroffen wird und ob das Folge hat für ein Asset, sag mal, das starke Wetter, die können von unseren Kunden eingebracht werden in dem Tool. Okay. Das heißt also, es gibt einen Totalüberblick über diese Assets in dem Tool. Man kann dann die Übersetzung, sag mal, von ob das Wetter ein Risiko gibt für die Assets, macht man in dem Tool. Und dann werden die Berichte, die Alerts rausgeschickt. Die kommen auf zwei Weisen. Auf der einen Weise ist das ein Dashboard, das der Anwender, sag mal, sehen kann und analysieren kann. Dann werden die am stärksten betroffenen Assets oben gezeigt und dann geht es so nach unten. Wie das aussieht, haben wir zusammen mit unseren Kunden überlegt in diese Discovery. Die haben uns gesagt, die möchten gerne 7 Tage im Voraus das sehen und das meiststarke Event oben haben. Also auf diese Weise machen wir das. Daneben erlauben wir in dem Tool dann ein Alert rauszuschicken, also wirklich einen Bericht daraus zu machen, damit man sein Personal informieren kann, andere Leute, die betroffen sind, informieren kann, die etwas machen müssen.
Okay, also bis hin zu externen Dienstleistern oder sogar der Feuerwehr beispielsweise, wenn da irgendwas Ja, ist. man kann da E-Mail-Adressen reinbringen. Wir machen da übrigens auch über Text-Message, SMS-Berichte. Das hat damit zu tun, dass wenn Internet mal ausfällt, dann hat man diese Textberichtmöglichkeit noch. Es ist nicht tot. Es ist, gibt immer noch Anwendungsfälle In dafür. diesem Bereich nicht. Uns wurde eigentlich auch noch gefragt, über Funk etwas zu machen. Also. Aber da sieht man, dass man wirklich etwas liefert, das im Operations verwendet wird. Das ist wirklich wichtig, und man muss auch sich realisieren, dass es sich hier um Stromversorgung an Krankenhäuser handelt und so weiter. Das ist wirklich wichtig, dass da die Stromausfälle so eigentlich ganz vermeidet werden, aber wenn, auch so schnell wie möglich behoben werden. Ja. Und da sieht man, dass auch diese Anknüpfung an Operations bei uns so unheimlich wichtig ist, dass das gut abläuft. Und da möchten wir eigentlich, wenn es automatisch geht, möchten wir das automatisch machen innerhalb der Tour. Ja. Habt ihr denn auch so eine Art Feedback-Prozess eingerichtet, sodass ihr eben die Prognosegüte laufend überwacht und verbessern könnt über alle Kunden? Also ist hier so eine Art Meta-Analyse-Fahrt, die dann mehrere Kunden betreffen, damit die Ja, Qualität besser ist? ich meine, das machen wir eigentlich überhaupt nicht. Wenn wir über unsere Wettervorhersagen, wir machen diese Analyse jeden Tag. Da gibt es sogar eine Kontrolle, bevor wir unsere Wetterberichte rausschicken von Meteorologen, ob die gut ist, ne? Ah, okay. Also, das ist ein ständiges Verfahren, wo ein ganzes Team daran arbeitet, unsere Wettervorhersagen zu verbessern. Ja, Das ist Grundlage für alle unsere Produkte ja. und auch für Stormrace Dashboard. Ja. Und jetzt kann also dieser Kunde richtet das sich ein, wahrscheinlich auch mit eurer Hilfe, kann ich mir vorstellen, in so einem Projekt, wo man erst einmal das. Wenn notwendig. Man kann Oder sich ist das vorstellen, einfach? dass, ja, da, dass man für einzelne Parameter so Fragen hat, was für einen Effekt die haben und so weiter. Das können wir machen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass unsere Kunden meistens selber ganz genau wissen, welche Grenzwerte es gibt und was wichtig ist. Okay, Ja, die haben also auch Erfahrung mit dieser Interpretation von Wetter, nicht? ja. Zwar nicht in dem Tool, aber überhaupt haben die Erfahrung mit das Übersetzen von Wetterereignissen an, was das bringt für ihre Assets, ja. Ja, okay. Das heißt, die können sich selbst gut onboarden mit ein bisschen Hilfe von euch. Und das heißt, der Prozess dahin ist jetzt nicht so ein Riesenprojekt, wo ich über Wochen wahnsinnig viel Personal binde, sondern Ne, ein soll es nicht einigermaßen sein. schlanker Weg Ja. dahin. Und das haben wir eigentlich auch in dem Discovery nachgefragt, wie das aussehen soll für unsere Kunden. Und Ja. daraus haben wir einen Prozess gemacht, das innerhalb dem Tool funktioniert. Das heißt also, man kann diese Upload machen. Da haben die auch gefragt, wir möchten diesen Bulk-Upload machen. Dann haben wir nächsten Schritt diese Grenzwerte einbringen und dann nachher Alerts, was rausgeschickt wird, bestimmen, an wem und so weiter. Also dieses ganze Prozess, Ja. wie man das einrichtet, haben wir in diese Discovery ausgefragt und so gebaut innerhalb der Tour. Okay, viele Kunden gefragt nach dem besten Weg, den sie sich vorstellen können und dann danach das Tool ja, erfunden, gebaut, ja. Ja, wir nennen das Discovery Partner. Wir hatten vier in USA, zwei in UK, vier in Deutschland. Und da haben wir über 6 Monate zusammengearbeitet innerhalb von dieser Discovery und möglicherweise getestet, wie das Produkt aussehen soll. Ja. Und danach diesen Tool tatsächlich entwickelt, operational. Ja. Also Also das war wirklich ein Prozess. ich entnehme dem, dass die Anforderungen an euer Tool, an das Storm Risk Dashboard in den unterschiedlichen Ländern nicht so sehr unterschiedlich sind, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht in einem zusammenhängenden Discovery-Prozess das machen können, oder? Wie sagt man das? Jein oder na? Ein gutes Jein ist auch in Ordnung, oder? Was man eigentlich sieht, ist, dass im Grunde genommen machen zum Beispiel Netzbetreiber alle dasselbe.
Die Energieversorger dasselbe. Aber es gibt unterschiedliche Gesetze. Ja. Das heißt, in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel in UK, ist man wirklich dafür verantwortlich und bekommt ein Incentive, wenn man sich gut vorbereitet. Ah, okay. Da sieht man in Deutschland, dass es eigentlich etwas anders ist. Wenn man zeigen kann, dass ein Fehler durch starkes Wetter kam, ist das schon, es ist nicht in Ordnung natürlich, man möchte trotzdem diesen Fehler so schnell wie möglich beheben, aber da gibt es ein anderes Incentive eigentlich als in UK, wo man wirklich bewertet wird, wenn man sich gut vorbereitet, dann wird gesagt, okay, bekommst du kein, wie sagt man das, muss man kein Geld bezahlen an die Behörden und so weiter und so weiter. Okay, ist in Deutschland also, da wirklich unterschiedliche Gesetze eigentlich. Okay. Jetzt habe ich natürlich sofort wieder den Gedanken, dass in Deutschland dann eher so das vielleicht vorherrschen könnte, dass man dann die Verantwortung abgibt. Ja, bin ich ja nicht schuld, es war das Wetter. Und in UK. Ja, es ist so, dass dann das starke Wetter auch wirklich so stark war, dass das so war. Ja. Ne? Also das kann auch mal wirklich so sein. Ja, okay. Ja, ja. Und man muss auch sagen, dass die, wenn man sich also diese Netze ansieht, das eine Netz ist mehr empfindlich als das andere Netz. In UK gibt es noch Freileitungen auf Holz, sagen wir, ja? Ja. Wo das Netz in Deutschland wirklich resilient ist schon. Ja. Ne? Das ist schon, und man sieht zum Beispiel in Holland, dass es viele Verkabelungen unter Erde gibt. Also da gibt es die Empfindlichkeit für Wetterereignisse, ist da eigentlich auch weniger da nicht. Ja, ja, gut. Also das heißt also in der Distribution. Ja. Die Infrastruktur macht viel aus. Der eine braucht halt wirklich deutlich mehr, diese gute Prognose, damit er dann nochmal eine Stütze hinstellen kann, wollte ich gerade sagen. Denn wenn Holz umkippt, ist das halt wahrscheinlich schneller der Fall, als wenn Stahl betroffen ist. Und naja, klar, ja, eine Leitung unter der Erde. Aber eigentlich, dass wir eigentlich immer mehr abhängig werden von dieser Stromversorgung. Ja. Und daraus kommt auch, dass wir eigentlich so schnell wie möglich, dass unsere Kunden so schnell wie möglich diesen Fehler beheben möchten. Man möchte eigentlich vermeiden, dass Kunden ohne Strom kommen, überhaupt. Ja, wir sind ja tendenziell auf dem Weg hin zu einer, vielleicht nicht All Electric Society, aber Most Electric Society, könnte man vielleicht sagen. Merkt ihr das auch bei euch in den Anfragen, dass da tatsächlich deutlich mehr Augenmerk jetzt darauf gelegt wird und das im Vergleich zu früher ein wichtigerer Punkt ist, diese Qualität und die Prognosequalität nach oben zu bringen mit dem Ziel, die Ausfall. Ja, damit man abhängig wird, wird da eine stärkere Fokus drauf gelegt, dass man richtige Daten reinkauft, richtige Lösungen hat dazu. Ja. Und ja, sicher. Man wird, daneben ist es auch so, dass du diese durch Klimawandel eigentlich die starke Wetterereignisse immer öfter vorkommen. Ja. Und das erfahren wir eigentlich alle. Ja. Und das ist auch ein Teil dieses, ja, dass man mehr Fokus drauf hat, diese Fehler, dass die öfter vorkommen können und dass man die so schnell wie möglich beheben möchte. Mhm. Also das ist Abhängigkeit, das ist dieser Klimawandel, mehr starke Wetterereignisse, aber auch das europäische Anknüpfen von diesen Netzen, die untereinander mehr, ja, da gibt es mehr Abhängigkeit auch, dass alles gut ablaufen bleibt. Und, mhm. Ja, wirklich ein stärkerer Fokus darauf. Ja. Okay. Und wenn, ich weiß nicht, habt ihr die Möglichkeit, das zu vergleichen mit früher, was an Schäden passiert ist im Durchschnitt durch Wetterereignisse und was heute an Schäden passieren würde, wenn man nicht so gut prognostizieren würde, wie ihr das tut? Also was habt ihr jetzt am Ende mit eurem Storm Risk Dashboard, es geht mir das gerade so schwer über die Lippen, Dashboard für einen Impact auf die Ausfallsicherheit und die Schadenreduktion? Naja, man muss sich vorstellen, wenn es wirklich ein Riesen-Event gibt und ich kenne ein Beispiel aus UK, wo es wirklich ein starker Sturm gibt, dann haben die Hunderttausende von Pounds, Euros an Schaden an dem Tag. Ja. Also man möchte sich vorbereiten und dann das Personal vorausschicken. Das muss einen Tag zuvor passieren, dass die vor Ort sind, in Hotels gebracht werden und so weiter. Was da einmal passiert ist, dass wegen einer falschen Vorhersage
wurden die Leute an eine falsche Stelle geschickt. Also okay. Das starke Wetter kam ja. Aber auf eine andere Region, wo das Personal an dem Moment nicht war. Dann hat man eigentlich einen doppelten Fehler. Ne? Man hat Kosten gemacht für die Vorbereitung. Mhm. Die Vorbereitung hat aber nicht resultiert in eine schnellere Lösung. Die hat eben länger gedauert. Und da wurden wirklich bis auf politische Ebene wurden dort Fragen gestellt über, wie macht man jetzt so eine Vorbereitung? Was verwendet man dazu? Ja. Und auf welche Weise? Und man muss sich dann auch, unsere Kunden müssen sich auch verantworten, wie die das gemacht haben und wieso und wann und so weiter. Und da wird wirklich darüber geredet. Aber das sind dann die großen Events, die passieren. Ne? Das sind, aber in UK sind das 7-8 Stürme pro Jahr, die wirklich solche große Events sind. Ja, und die werden ja tendenziell eher mehr als weniger in Zukunft. Ja. Leider. Und starker. Ja, genau. Ja. Findet dann auf Basis dieser Erfahrung irgendwie auch ein Austausch zwischen den Kunden statt? Also es ist jetzt nicht unbedingt was ihr jetzt verantworten könnt, glaube ich, aber so ein Tool kann ja eine schöne Möglichkeit bieten, dass man das Gelernte eben halt mit anderen, die das gleiche Tool benutzen, eigentlich teilen kann. Passiert sowas? Ja, ich weiß, dass unsere Kunden, die sind keine Konkurrenz. Ja. Ich sage immer, die leben nebeneinander, also die helfen einander auch und die machen auch diese, ich sag mal, das Teilen von Erfahrung. Ja, das machen die sicher. Also Antwort, kurze Antwort, ja. Es ist auch so, dass wir Kunden miteinander in Verbindung bringen, wenn die Fragen haben. Und es ist so, dass diese Weise, wie man sich vorbereitet und so weiter, das entwickelt sich innerhalb von einem Unternehmen. Es kann so sein, dass man das noch manuell macht. Es kann sein, dass man nur reagiert auf starke Wetterereignisse. Es kann aber auch sein, dass man sich bereits vorbereitet, nicht? Ja. Auf unterschiedliche Weise. Bis auf das beste Vorbereiten, was es möglich gibt. Und diese Erfahrungen, was das eigentlich, was man dazu braucht innerhalb von Unternehmen, wie man sich vorbereitet, wie man sich organisiert, diese Erfahrungen werden von unseren Kunden geteilt. Wir machen da auch Versammlungen mit einer Gruppe von Kunden zum Beispiel einmal im Jahr, wo wir diese Erfahrungen teilen. Also und so eine Art User Stay. Wenn Fragen kommen an uns, nehmen wir die auch mit in unsere Entwicklung von Produkten. Ja. Wie lange gibt es das Produkt jetzt? Also euch als Company gibt es sicherlich länger, aber dieses spezielle Produkt jetzt? Also Sturmeris Dashboard, wir fangen gerade an, das zu testen im Markt. Ja. Das heißt, wir haben bereits ein paar Testkunden gehabt, aber wir fangen gerade an, das freizugeben für Testen. Und ich muss sagen, dass wir auch, also wir haben bereits natürlich Software getestet, ob das funktioniert. Ich meine dann wirklich bei unseren Kunden testen lassen, in Operations. Ja, okay, das ist ein anderes Ding, als ob das Tool funktioniert. Ne? Ja, so ein Rollout Field-Test sozusagen, der dann Customer, ja. Ja, und wir analysieren dann auch, wir haben die Möglichkeit, auch innerhalb dem Tool zu analysieren, was der Kunde verwendet, wie oft, wo er anfängt und so weiter. Mhm. Also auch diese wirklich, wir können das also da über diese Informationen verwenden wir auch, welche Teile des Produktes wir weiterentwickeln möchten oder welche Teile vielleicht gar nicht verwendet werden. Ne? Mhm. Also das ist auch, das sieht man immer und da sieht man, dass man mit Technologie jetzt so viel machen kann, dass man auch die Optimierung der Produkte auf also diese Analyse, was man optimieren sollte und so weiter. Ja. Wir sind zum Beispiel, ist es möglich, um ein Symbol, das wir verwenden in dem Tool, mal zu ändern und dann 4 unterschiedliche Symbole mal zu testen. Ach so, okay. Und wo man dann am ersten klickt. Welches Symbol am besten funktioniert, sag mal. Okay, von der Usability dann sozusagen die. Ja. Tests. Wenn du sagst, ihr testet das jetzt gerade im Markt und rollt das aus, wie gesagt, ihr seid ja schon ein paar Tage länger als Unternehmen da und deutlich länger als das Produkt. Habt ihr vielleicht schon sowas im Hinterkopf wie
so Marktplatzfunktionen, wenn du, also ich habe jetzt mir gemerkt, es ist ein großer Datenhub, wo viele unterschiedliche Informationen reinlaufen können. Ich kann meine Assets da drin anlegen, ich habe meine Wetterberichtsdaten da drin. Es gibt aber viele unterschiedliche Datenlieferanten. Es gibt vielleicht auch vor Ort ansässige andere Prognosewerte, die ich da reinfüttern kann, die vielleicht assetabhängig sind, und wo mir andere Dienstleister Daten erzeugen und erheben und die mir zur Verfügung stellen und die in dem Zusammenhang wichtig für mich sind. Kann man das einfach einbringen als Kunde? Kann man sagen, ich habe hier noch 2, 3 Datenlieferanten, die will ich mit in dem Dashboard sehen? Ja, wir sind da offen. Ja. Ich meine auch mit diese das Phänomen Waldbrände zum Beispiel haben wir vor 1,5 Jahren angefangen, um Daten zu suchen. Ja. Wir haben da auch unsere Kunden gefragt, ob die bereits Daten haben, verwenden und so weiter. Mhm. Im Endeffekt haben wir ein eigenes Modell gebaut dazu. Aber ja, wir sind da offen. Und ich sage auch immer bei diesen Entwicklungen, man sieht, es kommen immer mehr wertvolle Daten verfügbar. Auch bei unseren Kunden. Ja. Damit die gut speichern, damit die auch richtig organisieren und so weiter. Also wenn es da Datei gibt, die für eine bessere Lösung sorgen kann, sind wir offen dafür. Ja, sicher. Und eigentlich, und das ist mir meine persönliche Erfahrung, also als ich vor 20 Jahren angefangen habe, haben wir nie geträumt über solche Lösungen, die wir jetzt bauen. Ja. Und ein Grund dafür war, dass die Grundlage, die Datei eigentlich nicht verfügbar war. Mhm. Auf diese Weise wie jetzt. Es kommt so viel Datei verfügbar. Es wird auch immer mehr gemessen. Mhm. Aber wie, also bei Windparks zum Beispiel, nur als Beispiel, da wurde auch gemessen, aber es wurde nicht sofort gespeichert, organisiert, dass man es verfügbar hatte. Mhm. Jetzt ist es innerhalb von 15 Minuten verfügbar. Ja. Am Anfang musste man dort vor Ort gehen, um die Datei mal rausholen, einmal im Monat oder so. Ja, ne? Da ist man mit so einem Memory-Stick hingerannt. Ne? Nee, aber, und da sieht man, dass man wirklich immer mehr Datei verfügbar kommt. Mhm. Auch mit Wetterbeobachtungen sieht man, dass diese Wetterstationen immer mehr messen, mehr Messungen machen. Die Frage ist, wie gut, und das ist immer, und das ist auch eine Erfahrung, und wir wissen das zum Beispiel mit Strahlung. Zuvor gingen mal Personen raus und die haben sich so angeguckt, wie viel Bewölkung es gab. Und die haben dann um sich herum geschaut und sahen, es war 2/8 Bewölkung. Mhm. Jetzt gibt es ein Automat und dieser Automat guckt nach oben. Ja. Nicht um sich herum, nur nach oben. Und sieht eine Wolke oder sieht keine Wolke und sagt, es ist null. Es ist clear sky. Es kann aber sein, dass es 4/8 Bewölkung gibt, wenn man um sich herum schaut. Und das ist auch ein Ding, dass wir mit immer mehr verfügbarer Datei, muss man auch wissen, wie man diese Datei bewerten muss. Ja. Was man daraus als Schlussfolgerung ziehen kann. Wie das wirklich funktioniert mit dieser Messung. Ja. Wenn man das nicht weiß, macht man im Grunde genommen möglicherweise einen Fehler bei der Anwendung und dann fehlt die Endlösung. Ja. Und da gibt es dann also wirklich diese Kenntnis. Und deswegen bin ich auch, wir sind offen, sage ich, für Daten immer, aber man muss wirklich sich gut anschauen, wie man Daten verwenden kann. Ja. Das ist keine straightforward exercise, auf Englisch gesagt. Ne? Ja. Das ist wirklich. Aber wenn ich jetzt als regionaler Energieversorger meine Assets habe und zu meinen Aufgaben in der Region gehört unter Umständen auch der Betrieb eines LoRaWAN-Netzes und der Bereitstellung dieser Daten, die darüber sozusagen zusammengetragen werden. Das können regionale Temperaturmessungen sein oder auch Windmessungen oder ganz andere Dinge irgendwie. Dann ist ja unter Umständen das auch sogar so, dass da drin schon Daten wohnen, die ich sinnvoll für mein Risk-Dashboard gebrauchen kann. Und kann man das dann in einem gemeinsamen Projekt, wie auch immer, auch analysieren und gucken, wie man die Daten sinnvoll einbringt? Also seid ihr für solche Projekte, kann man das, dieses Consultancy sozusagen von euch einkaufen? Oder ich muss sagen, dass wir eigentlich das, wir bauen es so, dass wir das vermeiden. Ja, okay. Dass es nicht notwendig ist, um solche Vergleiche zu machen. So bauen wir es. Ja. Wir kennen diese Thematik. Mhm. Und wenn es da Riesenunterschiede gibt,
kann man immer eine einmalige Analyse machen. Das machen wir, das ist auch möglich innerhalb von unserem Vorhersagesystem, dass wir solche Analysen dann, die Schlussfolgerung, in dem Vorhersagesystem verarbeiten, damit die Vorhersage dann für diese Stelle gut angepasst worden ist. Ne? Ja. Wir möchten das aber eigentlich so viel wie möglich auf allgemeine Datei bauen, dass das eigentlich schon vielleicht nicht 100%, aber ich sag mal 99% richtig funktioniert. Ne? Ja. Also, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man solche ganz spezifische Messungen hat, gibt es meistens auch eine ganz spezielle Umgebung oder so. Ja. Das ist nicht eine allgemeine, ich sage auch immer, wenn ich Messungen im Hintergarten habe, ist das ganz gut für meinen Hintergarten, aber vielleicht nicht für meinen Nachbarn. Ja, sehr speziell dann, genau, auf den eigenen Anwendungscase betrachtet. Und wenn dann bei uns, sag mal, die Hintergarten sich auf eine Weise verhalten zum allgemeinen Wetter in der Umgebung, wird unser Modell das anerkennen. Mhm. Dafür korrigieren können. Ja, mir ging es in der Frage auch eher darum, wir haben jetzt herausgearbeitet, dass ihr auf der einen Seite etwas Generisches liefern könnt, was schnell zu implementieren ist, wo man schnell einen Nutzen hat und damit auch eine Menge Aufgaben automatisiert, verschlankt, eine bessere Qualität erzielt. Und oft ist es ja so, dass ein Kunde das auch durchaus wertschätzt und sagt, oh, wie cool, dann brauchen wir nicht, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen nicht alles irgendwie sehr kompliziert uns erst erarbeiten, sondern wir können auf einen Standard aufsetzen und damit schnell Ergebnisse erzeugen. Das ist ein hoher Wert. Ja. Wenn ich dann aber in so einer speziellen Situation bin, irgendwann bin ich mit dem Tool sicher und habe mich da richtig eingefuchst, und dann kann es vielleicht sein, dass ich auf die Idee komme, auch die komplizierteren Teile meiner Assets vielleicht auf eine besondere Art zu messen oder bestimmte Sensoren dann noch. Ja, oder vielleicht sogar etwas Neues bedenken, das noch besser ist. Und das passiert bei unseren Kunden. Also wenn wir jetzt anfangen mit einem Neuprodukt, das ist wirklich ein Neuprodukt, eine Innovation in dem Markt. Ja. Also ich bin auch eigentlich der Meinung, dass wir nicht genau wissen, was noch alles kommt. Wir haben eine Roadmap, die bestimmen wir auf Feedback von unseren Kunden, bestimmen wir, was wir als nächstes entwickeln möchten. Mhm. Also Waldbrände zum Beispiel war ganz hoch auf der Liste. Ja. Und das ist auch, das sieht man immer, wenn die dann öfter mal passieren, man sieht, dass trocken wird, da wird über berichtet im Fernsehen und so weiter, und da kommt es hoch auf der Liste. Ne? Ja. Vor 2 Jahren war es Überschwemmungen. Ja. In Deutschland. Wirklich ein Phänomen gehabt damals. Das war wirklich peinlich an dem Moment. Also da möchte man auch dafür eine Lösung haben. Ja. Das nächste wird noch kommen. Wir wissen es noch nicht. Aber und auch diese Erfahrung, sag mal, mit solchen Tools, das ist auch meine eigene Erfahrung. Wenn man damit tagtäglich arbeitet, dann findet man erst, was man wirklich braucht. Ne? Oder es funktioniert, oder man sagt, ich möchte gerne das noch hinzuhaben oder das noch hinzuhaben. Und wir möchten eigentlich einfach anfangen. Und das sieht man eigentlich auch in dem Auftritt, dass das wirklich einfach aussieht. Denn wir möchten das nicht zu kompliziert machen. Denn das Wetter interpretieren und all diese Thematik mit Assets und Thresholds, und das ist schon eine Menge, die man aneinander knüpfen möchte. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir lernen werden von unseren Kunden, was die nächste Entwicklung sein soll, und dass man auch Risikeneinschätzungen verbessern kann und so weiter. Das wird kommen. Das wird kommen. Wenn ihr jetzt mit so einem frischen Produkt, das schon einen Nutzen bringt, irgendwie im Markt seid und auch lernen wollt, dann lernt ihr natürlich besser, wenn auch mehr Leute das benutzen. Und wenn ich jetzt in meinem Kopf ist jetzt ein Bild entstanden über ein Produkt, das irgendwie schon eine hohe Reife hat und Einsatz sinnvoll ist. Wie muss ein Kunde jetzt beschaffen sein? Oder wenn du dir jetzt wünschen könntest, wer als nächstes an deine Tür klopft und sagt, Willi, ich möchte das jetzt benutzen, wie das Unternehmen aufgestellt sein, und an wen wendet sich jetzt so ganz konkret eure Leistung? Die Frage habe ich nicht richtig verstanden. Ja, da war auch eine kurze Unterbrechung. Deswegen, ja, alles gut. Entschuldigung.
Genau, dein Wunschkunde jetzt. Also wenn jetzt einer bei dir an die Tür klopft, wer ist das? Oh, Wunschkunde. Ja, ich kann sagen, derjenige, der am größten ist oder so, aber am liebsten hätten wir einen, der es wirklich verwendet und wirklich auch Feedback gibt und das tagtäglich ausnützt. Und also Wunschkunde ist auch einer, der diese Feedback geben wird, nicht? Und neue Ideen hat vielleicht, ne? Also ja. Wir haben auch bei dieser Suche nach Innovationspartner auch darauf geachtet, ob der Innovationspartner gewisse Sachen machen kann für uns. Ne? Ja. Die müssen auch darüber nachdenken, auf eine gewisse Weise, wie man solche Produkte, welche Möglichkeiten es in Zukunft möglicherweise geben sollte für das Unternehmen. Nicht? Ja. Und diese Suche haben wir eigentlich zusammen gemacht. Also das ist ein Prozess. Das ist nicht so, dass man sich einmal zusammensetzt und dann anfängt. Ja. Also das ist, wir haben einen Erstauftritt, wir bedenken was, dann denkt der Kunde, ich möchte vielleicht eine Freileitung reinbringen. Ich möchte gerne wissen, also eine Freileitung kann 100 Kilometer länger haben. Ja. Also muss ich jetzt eine Warnung haben, wenn nur ein Punkt betroffen ist von diesen Thresholds oder über 60% der Freileitung oder wie sieht es aus? Also das Realisieren, was man eigentlich macht, das passiert öfter auch erst, wenn man damit anfängt, mit dem Tool zu arbeiten. Also jemand aktiv, also jemand, der wirklich aktiv Nutzen sucht auch und mit euch im Dialog das Produkt auch weiter pushen kann. Ja, und das heißt, dass man auch mal akzeptiert, dass es falsch gehen kann, dann versucht, es zu verbessern. Ja. Ja, und vielleicht eine andere Lösung. Also wir haben auch wirklich, wir haben zuerst mal geredet mit unseren Innovationspartnern über Themen, die wir lösen möchten. Dann haben wir 3, 4 Lösungen präsentiert, ja, wie man das machen kann. Und die haben dann gesagt, oh, diese und diese möchten wir vielleicht weiter darüber reden. Und dann jetzt sind wir dabei, dass wir etwas gebaut haben, aber also wir haben uns für gewisse Themen, für eine Lösung, haben wir gebaut. Und jetzt fängt man an, das zu testen, ob das wirklich auch so funktioniert. Und mit neuen Produkten ist es so, ja, das muss man erst erfahren. Das muss man wirklich erst erfahren. Also ihr seid schon auf einem, jetzt wie man das heute auch macht, auf einem iterativen Weg und entwickelt agil weiter nach Kundenfeedback und nach Erfahrungswerten, die jetzt kommen. Ja. Ja. Und persönlich gesagt, hat Vorteile, hat Nachteile, agil. Ja. Vorteile ist, dass man auch auf dem Weg zum Endlösung, es gibt eigentlich nie eine Endprodukt, man bleibt ständig dabei, in Bewegung, sich zu verbessern. Ja. Und das ist natürlich, was wir sehen, deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten einen Auftritt bauen, dass das Minimum kann und danach weiterbauen, aufgrund von Feedback. Ja. Denn sonst würde das Projekt sehr lange dauern. Ja. Dann bringt man etwas, das völlig ausgedacht ist, aber von uns. Ja. Und dann fängt man an zu testen und muss man vielleicht die Hälfte wegmachen. Ja, 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 wirklich. So sieht es wirklich aus in der Erfahrung. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, dass wir auch, wir bauen das Stormrisk Dashboard jetzt für Energieversorger, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Funktionalität auch für Lufthäfen funktioniert, auch für andere Bereiche funktioniert. Und wir wissen das schon, wir haben die auch schon bestimmt. Und wir werden auch das Tool also in Zukunft weiter an andere Segmente bringen. Ja, ja, das ist ja durchaus sinnvoll, weil es am Ende auch im Skaleneffekt sozusagen sowohl als auf der Erlösseite als auch auf der Sponsorenseite für einzelne Funktionen einen richtig großen Nutzen hat. Ja, man sieht aber auch, dass in andere Segmente der Welt die Wetterereignisse immer stärker werden und größere Folgen haben und besser verfolgt werden und so weiter und so weiter. Das wird immer deutlicher eigentlich, was das Wetter überall macht.
Und damit man mehrere Möglichkeiten hat, um Sachen zu beheben, ist es auch, ja, dann nützt es sich eigentlich, um da Tools zu entwickeln. Ja. In was für einem Preismodell verkauft ihr das? Ist das eine Software as a Service oder wie? Ja, Software as a Service, ja. Und wir machen da eine Bepreisung, die hat mit dem Mehrwert für unsere Kunden zu tun. Das heißt also, hat auch mit Kundengröße zu tun, hat auch mit Anzahl von Kunden, die unsere Kunden haben, zu tun. Denn wenn man mehrere Kunden betreut, hat man auch einen größeren Mehrwert aus dem Tool. Ja. Also da machen wir uns einen schlauen Bepreisung auf diese Weise. Okay, habt ihr eine gute Möglichkeit gefunden, da sowohl so einen Robin Hood-Faktor dran zu haben, als auch einfach den Nutzen sozusagen auch zu machen. Ja, es bringt ein Incentive an beiden Seiten, kann ich sagen, aus Erfahrung. Das heißt, dass es für unsere Kunden eine Logik entsteht, aber auch für uns ein Incentive, um ständig zu verbessern. Ja. Ja, ja, sehr cool. Ich meine, Bepreisung ist nicht unwichtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie wichtig die Entscheidungen sind, die unsere Kunden treffen, dann ist die Bepreisung eigentlich nicht so hoch. Ja, verglichen mit alles, was da im Energieunternehmen alles passiert, das ist riesig. Das ist der Sinn des Nutzens am Ende, ne? Wenn der Nutzen am Ende auch so gut ist, dass die Bezahlung dafür im Vermeiden von Schäden untergeht, dann ist das alles richtig. Ja, und ich muss ehrlich sagen, dass es viel wichtiger ist, dass so ein Tool gut funktioniert für sein Unternehmen, dass man diese Entscheidung trifft, ob das gut funktioniert und alles. Das ist viel wichtiger als die Bepreisung im Endeffekt. Ja. Ich meine, und es ist auch so bei unseren Kunden, wenn die sich einmal eine Lösung ausgewählt haben, die können nicht jeden Monat mal auf eine andere Tool gehen oder so. Das ist in Operations, das dauert länger, das muss man längere Periode testen. Vielleicht 6 Monate, vielleicht ein Jahr testen. Und dann bringt man es in diese Operations rein. Da möchte man auch wirklich auf die Nummer sicher gehen, dass das auch für längere Periode so stabil funktioniert. Ja. Ja, also, cool. Ja. Willi, denn wenn wir jetzt nichts total Wesentliches vergessen haben, glaube ich, dann haben wir einmal so einen umfassenden Blick, soweit man das akustisch machen kann, auf euer Tool. Ich würde mich sehr freuen, noch ein paar Screenshots in den Podcast einbauen zu können. Die würde ich dann auch mit verlinken in die Shownotes. Ja, und natürlich kommt dein LinkedIn-Profil dazu. Das ist dann auch wieder der Aufruf an alle, die zuhören. Also vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr zugehört habt. Und Willi wird sich freuen, wenn ihr direkt Kontakt aufnehmt. Das Profil ist in den Shownotes verlinkt. Und stürmt ihn einfach mit Anfragen. Und ich glaube, er hat genug Antworten für euch. Okay. Ja. Dann würde ich mich freuen, ist zwar noch ein halbes Jahr hin, aber im Januar haben wir unseren Stadtwerke Impact Day hier wieder in Lübeck. Zwischen dem 24. und 26. Januar findet er statt. Diesmal auch mit einem eigenen Expo-Bereich. Und da freue ich mich auch, wenn ihr Zeit und Lust habt, dazu zu kommen. Ja, wir haben sicherlich Interesse, uns da zu beteiligen. Sehr schön, alles klar. Ja. Vielen Dank, Willi, und denn dir noch einen hervorragenden, schönen Sommer und bis bald. Ebenfalls. Ich hoffe, nicht zu warm. Ne? Ja, genau. Aber du bist ja nicht in der Wetterprognose, also du wirst es vor mir wissen, wie warm es wird. Okay. Alles klar. Danke dir, Willi. Ciao. Gut, dann haben wir so. Okay, danke.